Hallo Leute, herzlich willkommen auf Nahes Dano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Emergency Hamburg. Und ich habe ja in der letzten Folge, wo ich das Update vorgestellt habe, mir den RS6 Avant gekauft. Und ich habe auch gesagt in diesem Video, dass wir eine Runde mit dem Gefährt hier fahren werden. Und ich habe mir gedacht, komm, heute kommt mal das Video, wo wir jetzt mit diesem Gefährt hier fahren. So, natürlich werde ich hier auch ein bisschen ausrauben. Ich hoffe, das funktioniert alles so, dass ich auf einem leeren Server bin, weil ich spiele dieses Spiel gerade 14.000. Ja, also könnte schwierig werden. Aber ich hoffe, es klappt. Ich habe den übrigens... Ja, ich bin lieber rot gefahren. Ich habe den übrigens weiß gefärbt. Weil... ich habe ein Video gedreht. Ich habe mit einem Freund gespielt. Und da mussten wir den weiß färben, weil irgendein Polizist gesagt hat, das war orange. Ich sehe jetzt schon, dass das sehr schwierig wird, hier irgendwas auszuräumen, weil hier nur Polizei rumfährt. So. Sollte aber machbar sein, eigentlich. Zack. Warte, ich sehe direkt der Hofladen, ja. So. Es wird schon ausgeraubt, Leute. Ich glaube, ich muss mir mal kurz einen anderen Server suchen. Wir sehen uns gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich bin hier gerade sogar schon mit einem Ausrauben, weil der Kollege hier mir geholfen hat. So. Okay, den hier noch und weiter. Das sind drei Polizisten. Okay. So, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt zur Arias-Tankstelle. Oder sowas in der Art. Mal gucken. Upsi. Mein RS6 direkt geschrottet hier in diesem Video. Ah, ich hätte da rein gemusst. Scheiße. Egal, dann fahren wir halt hier kurz zur Osso-Tankstelle. Keine Ahnung, ob der von der Polizei ist. Gefühlt jeder fährt gerade mit dem Audi RS6 rum, ey. Ist die ausgeraubt schon? Ich geh mal gucken. Ja, wurde die schon. Schade. Okay, weiter geht's. So. Jetzt fahren wir hier diesmal links lang. Jo, der hat einfach diesen Ferrari oder was auch immer das sein soll. So. Ach komm, ich repariere jetzt mal kurz mein Fahrzeug hier. Wo macht denn wieder orange in meine Farbe, Alter? So. Hands up jetzt! 150 fahren, so. 270.000 habe ich. Fehlt ja noch ein bisschen was für eine Million. So. Frage ist jetzt, ist das auch schon... Nee, das ist noch zu perfekt. Danke, lieber Gott.
Ich glaube, die stehen eher alle so auch beim Juwelier anstatt hier bei den Tankstellen. Hier kommt aber jetzt voll wenig noch raus, ne? So, ist hier noch irgendwas? Nö. Okay, los geht's. Falsche Tür. Jetzt los geht's. Fahr ich mal zur anderen Tankstelle noch und guck da einmal. So. Jetzt müssen wir noch da einmal kurz hinfahren. Ich fahre aber hier hinten rum. Polizei hier vorbei. Sieht mich nämlich keiner, dass ich da hinfahre. So. Zack. Gut. Jetzt sind wir hier da. Und die ist offen. Schade. Ich bin ja noch extra langsam gefahren. Könnte mal kurz zum Juwelier fahren, aber ich glaube, da ist die Polizei die ganze Zeit. Junge. Scheiße, ich bin geblitzt worden. Okay. Guck mal, der Zug ist ja gerade. Ah, das ist kein... Ich hole mir jetzt eine Waffe und hau den kaputt, ey. Waffe, ich komme. Warte mal, wo ist denn hier der Dealer? Da. Aua. So. Was holen wir uns denn hier so Schönes? Eine M4, ne? So. Auf zum Juwelier. Okay, und jetzt hauen wir den kaputt, wenn er noch da ist. Ich hoffe mal. Okay, der wollte mich gerade haben. Okay, wenn der jetzt dahin geht. War knapp, das war knapp. Ja, nicht mit mir hier. So.
Ah, so. Ey, beleidigt, perfekt. So. Ah, jetzt können wir hier schön einmal alles ausräumen. So. Alles meins. So, zack. Lalalalalala. Und dann einfach mal fahren, würde ich sagen. So. Wo fahren wir jetzt hin? Wir können mal weiter zur Tankstelle fahren oder sowas. Oh. Warte mal, wir gucken mal kurz, wie viele Polizisten gibt es jetzt? Nur noch zwei. Okay, perfekt. So. Wir haben auch gerade 4 Sterne, Alter. Okay, wir fahren auf jeden Fall jetzt mal kurz hier hin. Ja gut, die wurde gerade ausgeraubt, ja. Ich war mit dem Juwelier beschäftigt. Fahren wir halt hier zum Werkzeugladen. Schade, dass ein Auto nur 25 km/h rückwärts fährt, ey. So. Zack. Ja, so sind die Polizisten hier. Wenn man die abknallt, dann wird man beleidigt. Aber egal. Ich bin ja schon erwachsen und die nicht. Ich reagiere einfach nicht drauf. Ich provoziere die nur. Das mache ich vielleicht, ja. So. Okay, weiter geht's zur Osso-Tankstelle. Wir rauben jetzt hier jede Tankstelle aus, die es hier gibt. So. Zack. Okay. Das Ding ist, ich habe den einen gerade voll geholfen, gerettet einfach. Der wäre sonst im Knast gelandet. Oh, war knapp. Ah, das ist auch noch voll. Mann. Fahren wir hier weiter. So. Fahren jetzt nochmal eben kurz zu diesem Laden. Und wenn da auch nichts ist, dann war's das mit dem Video. Warte mal, wo ist denn... Ach, jetzt hätte ich hier links rein muss oder was? Oh. Egal, wir fahren eine extra Runde. So. Zack. So, wie viele Putzisten gibt es denn noch? Immer noch 2, okay. So, rauben wir den hier auch noch mal kurz aus. So, weil ich brauche die Knete. So. Nee, da wollte ich nicht drauf. Ja, gib mir das. Gib mir the money. Ich brauche the money. Das Ding ist, wenn er gleich stirbt, der Polizist, dann spawnt er ja einfach nur neu, ne? Das ist auch ein bisschen kacker. Egal, wir können mal kurz zum Juwelier fahren noch mal eben. Wobei, nee. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr gar nicht mehr verpasst. Habt einen tollen Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao.